Guten Morgen, meine Damen und Herren. An der Tafel bereits angeschrieben und angezeichnet sind nochmal Transdekalin und Cisdekalin. Weil das Cisdekalin das letzte Mal etwas von der Zeichnung her misslungen war. Dieses sieht jetzt ein Stückchen besser aus. Bitte ersetzen Sie die Struktur vom vergangenen Mal durch diese hier. Hier ist ein relativ komplexes Molekül. 4 annelierte Ringe. Jeweils eine Transannelierung. Und hierbei handelt es sich um ein Steroidgerüst. Häufig spricht man davon, dass dieses hier der A-Ring, der B-Ring, der C-Ring und der 5-Ring ist dann der D-Ring des Steroidgerüst. Ganz konkret handelt es sich hierbei um das Androsteron. Und wir wollen nun dieses Molekül einmal perspektivisch zeichnen mit der dazugehörigen Konformation, halt für die 6 Ringe jeweils die Sesselkonformation. Erster 6-Ring, das wäre der A-Ring. Der B-Ring. Jetzt geht es hier ein Stück weit zum C-Ring um die Kurve. Müssen wir also hier hinten ansetzen. Und schließlich der D-Ring, ein 5-Ring bleibt noch übrig. In so einer Envelope. Briefumschlag, Konformation. Nun, und nun müssen wir noch die Substituenten ergänzen. Das heißt, die Wasserstoffe muss man nicht unbedingt einzeichnen, die erklären sich im Grunde von selbst. Aber es hilft ein bisschen, die Perspektive zu verstehen. So sollte dies aussehen. Kommen wir nun zu einer Reihe weiterer Naturstoffe, eine spezielle Klasse von Naturstoffen, und zwar die Terpene. Terpene zeichnen sich dadurch aus, dass wir es in der Regel mit einer Summenformel zu tun haben, wo die Anzahl der Kohlenstoffe durch 5 teilbar ist. Und das liegt daran, dass wir als Teilstruktur jeweils solche Einheiten finden von 5 Kohlenstoffen, die etwas verzweigt angeordnet sind. Und das rührt daher, dass sogenannte Isopreneinheiten, wie ist das Molekül Isopren, über die Biosynthese in die Moleküle eingebaut werden. Wir unterscheiden zwischen Monoterpenen dann ist N gleich 2, heißt also, wir haben 10 Kohlenstoffe im Molekül. Dann kommen die Sesquiterpene. N ist 3. Sesquiterpene kommt vom lateinischen sesqui, bedeutet anderthalb. Diterpene, N gleich 4. Also, Molekülformel ist C20. Sesterpene, N gleich 5.
Triterpene. N gleich 6. Und Tetraterpene. N gleich 8. Das heißt, da haben wir es schon mit recht großen Molekülen zu tun, mit 40 Kohlenstoffen. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele dazu an. Dieses hier, das Myrcen. Ein Monoterpen mit 10 Kohlenstoffen. Und die Teilstrukturen kann man hier wieder erkennen, also jeweils verzweigte 5 Kohlenstoffe, hier unten einmal und hier oben das zweite. Limonen. Dieses hier. Jetzt kommen wir zu einer sehr ähnlichen Struktur, nämlich das Menthol. Sie merken schon, jede Menge Duftstoffe aus der Natur fallen unter die Terpene. In der ganz strengen, engen Definition sind Terpene nur Kohlenwasserstoffe. Aber im Sprachgebrauch hat sich das da eingebürgert. Ja, wir können eben also durchaus auch ein paar funktionelle Gruppen, OH-Gruppen, Carbonylgruppen und so etwas da drin tolerieren und zählen das noch weiterhin zu den Terpenen. Recht vielfältig die strukturellen Möglichkeiten dabei. Dieses hier ist das sogenannte Alpha-Pinen. Das Beta-Pinen ist dasjenige, wo die Doppelbindung hier exozyklisch sitzt. Und diese Pinene sind die Hauptbestandteile des Terpentinöls. Hier der Kampfer. Und Sie können mal versuchen, dann für jede einzelne Struktur und die nachfolgenden, die ich noch aufschreiben werde, herauszubekommen, wo stecken denn da jeweils die Isopren-Einheiten. Hier deute ich es mal an, wo man hier durchschneiden würde, um zu den verzweigten C5-Einheiten zu kommen. Hier hinten hat man 1, 2, 3, 4, 5 und hier vorne auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, jeweils mit einer Verzweigung drin. Das waren also alles Monoterpene. Kommen wir also nun zu Sesquiterpenen. Mit 15 Kohlenstoffen. Das Farnesol. Aus Lindenblütenöl zum Beispiel, aber auch aus anderen Pflanzen. Und nun ein Inhaltsstoff der Kamille. Ein 5-Ring und ein 7-Ring aneinander gefügt.
das Guajol aus Kamille. Beispiel für ein Diterpen. Das Vitamin A. Nochmal nachzählen, ob es auch stimmt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Passt. Also nochmal, das ist das Vitamin A. Wichtig für Sehprozesse. Triterpene. Dreißig Kohlenstoffe, das Lanosterin zeichne ich jetzt einmal auf, kommt in Wolle vor. Hier jetzt wieder ein Fünfring dran. Wenn wir jetzt hier nachzählen, müssten wir auf 30 Kohlenstoffe kommen. Sie erkennen schon, hier haben wir es ganz offenbar mit einem Steroid zu tun. A, B, C und D-Ring des Steroids. Was liegt jetzt näher, mal nachzuschauen, weil biosynthetisch ganz offenbar verwandt, dieses Lanosterin mit dem Androstenon. Ist jetzt das Androstenon auch ein Terpen? Nein, es ist an sich nicht ein Terpen, weil wenn wir nachzählen, kommen wir dort oben gerade auf 19 Kohlenstoffe. Heißt also, in der Biosynthese ist ein Kohlenstoff verloren gegangen. Dann spricht man nicht mehr von Terpenen, aber natürlich stehen die in Zusammenhang. Das sind dann Terpenoide. Also das Androsteron ist ein Terpenoid. C40, Tetraterpene, nun habe ich nicht mehr die Lust, hier das Riesenmolekül aufzuzeichnen. Ich nenne ihn einfach mal zwei Namen, Carotin aus Karotten, Karottenfarbstoff, und Lycopin. Das ist der tiefrote Farbstoff aus Tomaten. Schauen Sie mal selber nach, wie diese Strukturen aussehen. Erinnern sehr stark an Vitamin A, nur eben also doppelt die Struktur. Polymere des Isoprens gibt es auch. Polymere des Isoprens. Nochmal die Struktur des Isoprens. Dieses hier.
Eine solche polymere Struktur, ein solches Polyisopren, ist geläufig unter dem Namen Kautschuk pflanzliches Produkt, wobei dafür gesorgt ist, dass sämtliche Doppelbindungen cis-konfiguriert sind, als cis, denn Sie sehen, an dieser Doppelbindung sind die beiden größeren Substituenten auf der gleichen Seite, deswegen spricht man hier von Al-Cis. Es gibt natürlich auch noch das Al-Trans-Polymer, auch ein pflanzliches Produkt. Und das ist unter dem Namen bekannt Gutta-Percha. Wird interessanterweise zum Beispiel für Zahnfüllungen eingesetzt. Kommen wir zu einer Übungsaufgabe. Vorhin hatte ich schon mal das Menthol angezeichnet. Bitte versuchen Sie, diese Struktur einmal perspektivisch in der bevorzugten Konformation aufzuzeichnen. So, wie geht man an die Lösung dieser Aufgabe heran? Keine schlechte Idee ist es, sich zunächst mal einen Zyklohexanring in der Sesselkonformation aufzuzeichnen. So. Nächster Schritt. Jetzt muss man die Substituenten einzeichnen. Stabilste Konformation, ja, ist eine Sesselkonformation, keine Bootkonformation. Sessel haben wir da schon stehen. Aber was ist noch entscheidend für die Stabilität? Ja, da ist halt ein Detail wichtig aus einem der letzten Veranstaltungen hier, nämlich 1,3 diaxiale Wechselwirkung muss vermieden werden. Das heißt, große Substituenten sollten nicht in axialer Position sitzen. Ja, mag für den einen oder anderen nur ein nebensächliches Detail aus irgendeiner Vorlesung gewesen sein. Glauben Sie mir, es gibt hier kaum nebensächliche Details. Ja. So, was man nun als nächstes macht, ist, man zeichnet halt Substituenten ein. Hier die Isopropylgruppe ist der größte Substituent, unbedingt an eine äquatoriale Position. Hier wäre axial, dort wäre äquatorial. Ja, also parallel zu dem gezeichnet. Versuchen wir es einfach mal. Diese OH-Gruppe ist trans zur Isopropylgruppe. Und was wir auch schon besprochen haben, an zwei benachbarten Positionen heißt trans entweder beide Substituenten axial oder beide Substituenten äquatorial. Ja. Jetzt haben wir den einen schon äquatorial eingezeichnet, muss die OH-Gruppe also auch äquatorial sitzen. Das ist trans. Durchaus trans konfiguriert. Mit hier halt also einen Wasserstoff können wir nach oben, damit das Ganze deutlicher wird. Ja, und jetzt bleibt hier noch die Methylgruppe übrig. Und die sitzt auch in einer äquatorialen Position. Tja, stimmt das Ganze jetzt? Um das noch zusätzlich zu überprüfen, wenn einem die räumliche Vorstellungskraft
dazu noch fehlt, die wird aber noch trainiert werden, müssten Sie hier an dieser Stelle nach Kahn-Ingold-Prelog, nach den Sequenzregeln, die wir jetzt in der nächsten Stunde durchnehmen werden, überprüfen, ob hier Sie jeweils die gleiche absolute Konfiguration haben wie da. Das werden wir dann noch machen, wenn wir halt in der nächsten Stunde die Kahn-Ingold-Prelogschen Regeln durchgehen. Vorab aber noch ein Schema über die Arten der Isomerie. Ein Übersichtsschema. Nehmen wir mal an, wir haben zwei Strukturen A und B mit gleicher Summenformel. Dann stehen wir vor der Entscheidung, weil wir müssen entscheiden, sind A und B identisch? Oder handelt es sich bei diesen beiden Strukturen um Isomere? Überprüfung, ob die identisch sind. Identisch bedeutet deckungsgleich. Also durch eine gedankliche Operation müssen die beiden Strukturen überlagern können. Und sind die nicht deckungsgleich, na, dann wird es sich um Isomere handeln. Bei den Isomeren können wir wieder unterscheiden. Konstitutionsisomere. Konstitutionsisomere. Haben wir dann vorliegen, wenn die beiden Strukturen unterschiedliche Konnektivität der Atome aufweisen. Wenn die Atome in beiden Molekülen aber gleichermaßen von der Reihenfolge her verknüpft sind, dann haben wir es nicht mit Konstitutionsisomeren zu tun, sondern dann muss ja die räumliche Anordnung anders sein. Die Reihenfolge die gleiche, aber die räumliche Anordnung anders. Und das sind dann Stereoisomere. Bei den Stereoisomeren können wir wiederum unterscheiden. Handelt es sich lediglich um unterschiedliche Konformationen? Also hier Konformationen oder Konformere auch gelegentlich bezeichnet. Oder ist tatsächlich eine unterschiedliche räumliche Struktur gegeben, wo dann die beiden Isomere nur ineinander übergeführt werden können, indem man halt zu Bindungsbrüchen und Bindung neu zusammensetzen greift. Dann haben wir Konfigurationsisomere. Wenn wir also diese beiden Strukturen haben und stellen fest, die sind jetzt nicht deckungsgleich, aber durch simples Drehen von zum Beispiel CC-Einfachbindungen können wir die Strukturen ineinander überführen, naja, dann sind es halt Konformationen
im Grunde ein und derselben Verbindung. Dann sind wir eigentlich wieder hier bei identischen Verbindungen, bei identischen Strukturen. Es gibt allerdings auch die Sonderfälle, wo die Drehung zum Beispiel um eine CC-Bindung sterisch so gehindert ist, ja, dass es eben eine erhöhte Energiebarriere hat, wo man bei Raumtemperatur oder vielleicht bei 50, 60 Grad Celsius nicht über die Energiebarriere hinwegkommt, dann hat man es mit durchaus stabilen Konformeren zu tun und die können wiederum durchaus chiral sein und dann kommen wir hier in einen Bereich rein, nämlich noch die Unterscheidung Konfigurationsisomere. Dazu gehören die Enantiomere, wenn es sich nämlich um Spiegelbilder handelt und Konfigurationsisomere, die sich nicht wie Bild und Spiegelbild verhalten, werden als Diastereomere bezeichnet. Unter Diastereoisomerie fällt übrigens auch die Cis-Trans-Isomerie, zum Beispiel an Doppelbindung. Und wie gerade schon erwähnt, bei stabilen Konformeren können wir in die Situation kommen, dass wir es mit Enantiomeren zu tun haben, insbesondere, hier nenne ich schon mal einen Begriff, der später wieder auftaucht, axial chirale Verbindungen. Schauen wir uns nun ein paar Beispiele von Stereoisomeren an. Zunächst noch Wiederholung. Das Transstilben und das Cisstilben stehen in einem Gleichgewicht und photochemisch kann man es hier erreichen, dass wir zum Beispiel vom Transstilben zum Cisstilben kommen. Photochemisch kann man auch noch weitere Reaktionen erreichen, hier Ringschlüsse, aber das ist dann Bestandteil von OC2. Dieses hier ist das Stilben. Für Azobenzol gilt im Übrigen das Gleiche. Da brauche ich jetzt hier nur Stickstoffe reinzusetzen. Da haben wir dann das Azobenzol. Auch hier haben wir ein photochemisches Gleichgewicht zwischen Cis und Trans. Die fallen unter den Begriff Diastereoisomere. Dies wäre das Cis 1,3-Dimethylcyclopentan. Und hier haben wir dann das Trans 1,3-Dimethylcyclopentan. Diese beiden Strukturen verhalten sich oder werden klassifiziert als Diastereoisomere. Jetzt zeichne ich mal hier an der Seite
noch ein Molekül hin. Dieses hier, das ist natürlich auch ein Trans-1,3-Dimethyl-Cyclopentan. Und jetzt ist die Frage, sind diese beiden Strukturen deckungsgleich? Ja, das heißt also, irgendwo gedanklich versuchen wir das so zu klappen, dass es darauf zu liegen kommt. Ja, also dieser Fünfring auf den drauf, so einmal gedreht, oh, da ist ja die Methylgruppe hier unten und da die andere dort oben. Kriegen wir nicht zur Deckung. Und das liegt daran, dass es sich hierbei um unterscheidbare spiegelbildliche Moleküle handelt. Das heißt, dieses ist ein Diastereoisomer zu dem, dieses hier ist ein Diastereoisomer auch zu dem und die beiden sind ein Enantiomerenpaar. An der Stelle machen wir 10 Minuten Pause. Um 11 Uhr machen wir weiter und dann gucken wir uns das mal genauer an, wie das mit der Chiralität und den Enantiomeren ist und eben also hier, wie man die dann auch klassifiziert, bezeichnet, benennt. Um 11 Uhr geht's weiter.